Liebe Schwestern und Brüder, unweigerlich ist mit unserem Evangelium die Stunde der Passion Jesu gekommen. Wie oft haben wir gehört im Johannesevangelium, wenn wir seinem Verlauf folgen, seine Stunde war noch nicht gekommen. Niemand wagte ihn anzufassen. Oder er sagt es selber, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt ist die Stunde gekommen. Und wir sollten genau hinhören, wie diese Passion Jesu beginnt. Fremde, Griechen kommen, um ihn zu sehen. Sie sagen es den Jüngern, sie gehen nicht direkt zu ihm. Ein Jünger sagt es dem anderen, bevor sie zu Jesus gehen. Und dennoch sehen wir ihn hier in dieser Stunde, die gekommen ist, ganz allein. Er geht mit keinem Wort auf die Frage der Jünger ein, auf ihr Anliegen, sondern spricht dieses Wort vom Weizenkorn, das allein in die Erde gesenkt wird, weil es dazu da ist, zu sterben. Und genau in diesem Sterben bringt es Frucht, vielfache Frucht. Wegen dieser Stunde ist er in die Welt gekommen, hat der Vater ihn gesandt und er hat sich nicht widersetzt. Und so hören wir heute neu diese Stimme vom Himmel, die, wie Jesus sagt, unseretwegen erscholl, nicht seinetwegen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Sein Wirken in der Öffentlichkeit, diese 3 Jahre des öffentlichen Auftretens, seine Aktion, sein Tun, sein Heilen, sein Predigen, sein Verkünden, ist zu Ende. Die große geistliche Frau Adrienne von Speyer sieht hier die beiden Pole, die uns so oft im Evangelium begegnen und mit denen wir uns ja heute immer noch herumtun, Aktion und Kontemplation. Und wir fragen, zumindest wenn wir in rechter Weise Kirche sind, wie ist dann das Verhältnis zueinander? Wie macht man das denn? Sollen wir denn nicht permanent aktiv sein? Aber was ist dann eben mit der Kontemplation? Oder gibt es dafür eben so ein paar Frauen, die irgendwelche Gelübde ablegen und die sagen, oh ja, Gott sei Dank haben wir so ein paar noch, die sind kontemplativ und der Rest muss halt eben sehen, dass er in der Kirche was schafft, was mal locht, damit irgendwas passiert, damit der Laden läuft. Nein, diese beiden Pole, liebe Schwestern und Brüder, gehen uns alle an. Das ist nichts für Experten oder Expertinnen, nicht etwas, das wir delegieren könnten. Kein Christ kann ohne diese beiden Pole leben. Und sie gründen genau hier. Deshalb ist es gut, wenn von Speyer darauf aufmerksam macht. Sie sagt dazu Folgendes. Es ist die Aktion des Weizenkorns zu sterben. Man kann von ihm nichts Besseres erwarten, als dass es stirbt. So ist es die Aktion des Herrn zu sterben. Und es ist für seine Aktion notwendig, dass er leidend sterbe. Diese Schau des Todes, der eigenen Verlassenheit, Auskosten der Schmerzen, ausgeliefert sein so sehr, das passive Erdulden, in diesem Gipfel der Kontemplation des Verlassenseins liegt die ganze Aktion begründet. Denn das ist Aktion des Erlösers, Passion zu sein. Alles Tun ist zu Ende. Er wird festgenagelt und rettungslos dem Leiden ausgeliefert. Er hat keine Möglichkeit mehr, sich zu rühren. Er ist vollkommen enteignet. Er ist nur noch zu erduldende Sendung, die darin besteht, nicht mehr zu können, nichts mehr zu verfügen, nur einzig noch herzuhalten. Dieses äußerste Nicht-mehr-Können ist jetzt seine letzte Aktion. Vielleicht können wir das sogar annehmen im Blick auf Christus. Aber so einfach macht er es uns nicht. Denn es folgen die Worte, die uns unmittelbar angehen.
Das, was wir von Christus sagen und erkennen können, was er hier von sich selber vorstellt, er geht sofort über zu denen, die zu ihm gehören wollen. Mit dem Leben lieben. Oder, hier steht geringachten, wörtlich heißt es hassen. Das Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt, stirbt und stirbt, bleibt es allein. Sterbend aber bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Er macht das selber vor. Er gibt sich ganz in die Sendung hinein. Er lässt sich, so sagt es Adrien von Speyer, ganz ausräumen. Und es ist ein Wort, das Paulus schon in den Gemeinden vorfindet. Ekenosen, er hat sich selbst entäußert, er hat sich leer gemacht. Da ist nichts Eigenes mehr. Kein Zweifel mehr, keine Selbstbehauptung mehr, keine eigene Idee, was man vielleicht noch tun könnte, sondern ganz Sendung, ganz Wille Gottes. Und dann sagt er es uns. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Wenn wir heute darüber sprechen und zu Recht besorgt sind, dass hierzulande die Kirche so unfruchtbar ist, dann hängt es vielleicht genau daran, dass sie wegläuft vor dem sich leer machen lassen von Gott. Andere haben das immer schon versucht und es nie geschafft. Hier gilt die Verheißung Jesu, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Aber damit ist ja nicht alles gesagt. Was ist mit unserem geistlichen Auftrag und Selbstverständnis in der Spur dessen, der von sich als Weizenkorn spricht, das sterben muss, um viele Frucht zu bringen? Was ist mit der Fruchtlosigkeit unserer Zeit, unserer Tage, unserer Kirche hierzulande? Hat es nicht damit zu tun, dass wir vor diesem leer gemacht werden, vor dem ausgeräumt werden, um ganz in der Sendung Christi, in der Sendung im Auftrag des Vaters zu stehen, weglaufen? Und dass all die Labels, die wir haben, neuer Aufbruch, neue Kirche, neue Strukturen, neue Menschen, dass man überall lesen kann, nichts ist als eine verfluchte Flucht vor diesem ausgeräumt werden. Ein Weglaufen vor dem eigentlichen Auftrag. Und deshalb bleibt es unfruchtbar. Wir werden noch viele solche Fluchtbewegungen sehen und erleben und über uns ergehen lassen müssen. Aber sie sind alle ohne Frucht. Der einzige Weg ist, sich wie Christus in seiner Passion leer machen zu lassen. Und das können wir selber. Wir haben das nur in den letzten Jahrzehnten lächerlich gemacht. Wir sprechen dann, wenn wir uns etwas vornehmen, an Entsagung oder Verzicht. Wir belächeln das dann, rational wie wir sind, aufgeklärt. Es gibt so ein paar Bekloppte, die nehmen noch so Öpferchen auf sich, sagen wir dann. So kleine Öpferchen. Wir belächeln das. Das sind geistig Zurückgebliebene, die so etwas tun. Wir sollten davor keine Angst haben. Was sind diese kleinen Verzichte, oft kleine Schritte, anders, als sich in dieses Sterben, in die Passion Christi einzuüben? Denn sie müssen immer gezeichnet sein vom Kreuz Christi. Sie müssen in seinem Namen geschehen. Es sind ganz kleine Tode, die wir auf uns nehmen, um die großen Schritte zu lernen und einzuüben. Wir sollten uns nichts weismachen lassen, dass das alles nicht stimmt oder alles falsch ist und dass wir darüber hinweg sind. Das ist töricht. Was wir tun sollten, ist die Torheit des Evangeliums, die Torheit der Nachfolge Jesu, das sich selber entäußern lassen, dieses sich lösen lassen aus der Verkrampftheit und Verkrallung in sich selber, um sich ganz in die Sendung, in seine Hände zu begeben, um endlich fruchtbar zu sein, im Großen wie im Kleinen. Das gilt für das eigene persönliche geistliche Leben, wie für die Kirche eines Landes oder die Kirche als Ganzes. Wenn wir wirklich Jünger sein wollen und seine Nachfolge beanspruchen und uns so nennen, dann gibt es nur diesen Weg.
In den nächsten Tagen wird er uns sehr helfen, diesen Weg zu gehen, wenn wir nur auf sein Wort hören, nicht davor weglaufen und keine Angst haben davor. Es ist ein Wort, das ins Ostern führt.